Hallo und herzlich willkommen hier zu Exogate Initiative, die Exogate Unternehmung. So übersetze ich das einfach mal. Ja, das ist eine Demo-Version von einem neuen Spiel Exogate, was dieses Jahr vielleicht rauskommt. Und es ist noch ganz stark in der Entwicklung. Das ist eine Demo-Version, die ihr euch runterladen könnt. Leider nicht über Steam, da gibt es eine extra Seite dafür von diesem Spiel. Und das werde ich dann unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung des Videos verlinken. Da könnt ihr euch das gerne mal ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wir starten einfach mal das Demo. Und optisch sieht das sehr gut aus. Und vom Spieltechnischen her macht es auch sehr viel Spaß. Ne? Also Rudi Kopp, das ist halt unser erster Tag hier bei dieser Exogate-Unternehmung. Wir sind der stellvertretende Chef sozusagen, ne? Der XO. Bezeichnung kommt später nochmal. Das CEO, das ist der Commanding Officer und der XO ist der Executive Officer, der Stellvertreter sozusagen. Ne? Auf dem Schiff wäre das der Kapitän, der CEO und der erste Offizier wäre der XO. Mal so als Vergleich. Ja, dann werden wir hier begrüßt und wünschen uns bei unserer Unternehmung viel Glück. Ich glaube, das könnt ihr dann später nochmal zurückspulen und euch gerne nochmal anschauen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal los hier. Ne? Das ist das Komitee und ja, so viel dazu. So, wir haben hier so einen schönen Fahrstuhl. Damit kommen hier erstmal die Roboter runter. Um genau zu sein, drei Stück. Wir sind halt so irgendwie im Berg oder so. Das erinnert sehr stark an Stargate. Dieses Spiel, natürlich können sie es nicht so nennen aus rechtlichen Gründen, aber prinzipiell ist das schon mal eine geile Sache. Juden haben auch schon ein paar Wege. Und ich würde sagen, wir bestellen uns erstmal hier noch ein paar Roboter. Finde ich eine geile Sache. Ja. Komm, wir machen noch einen und noch einen und vielleicht noch einen. Schöne Sache. Aber hier unten ein Haufen Roboter. Wir haben auch 500.000 Kredit, beziehungsweise Guthaben. Dann haben wir natürlich Forschungspunkte. Wir haben hier eine Energieversorgung. Ihr seht es, wir produzieren, wir verbrauchen und das ist dann 55, was noch Rest ist. Das sind unsere, ja, unsere Gators, unsere Torgänger sozusagen. Wir haben hier das Datum und die Uhrzeit und ihr seht, das springt immer relativ schnell. Wir können das mal ganz kurz anhalten. Ja, dann haben wir hier unten natürlich unser Baumenü und Versorgungsmenü und das sind eben, wie gesagt, die Roboter, habe ich gerade angefordert. Das ist unser Auftrag hier für dieses Demo und ich denke mal, dass das machbar ist. Hier kommt dann immer aktuelle Informationen rein, könnt ihr dann anklicken und wir haben hier halt die Möglichkeit, gewisse Dinge zu bauen und abzureißen oder auch hier zum Beispiel Bergwerk zu betreiben, ne, mit dem oder dann eben Gegenstände abzureißen, Kühlschrank oder ein Bett, was wir gebaut haben, was wir nicht mehr brauchen. Dann könnt ihr natürlich hier diverse Dinge bauen, wie zum Beispiel hier Wände. Hier könnt ihr dann in den Baracken bauen, in der Messhalle, also sprich im Speisesaal, im Forschungsgebäude, im Stromversorgungsgebäude oder Raum, nennen wir es mal Raum. Und natürlich auch einen Trainingsraum gibt es, ein Gym für die, die gerne zwischenzeitlich nichts zu tun haben und gerne sich ein bisschen körperlich ertüchtigen möchten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt jede Menge Roboter hier gebaut, deswegen machen wir gleich mal eine schöne Bauoffensive. Würde ich sagen, nehmen wir hier die Pike. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich hier nichts falsch mache. 2, 4, 5, 6. Würde ich sagen, fangen wir mal so an. So. Und so. Und dann machen wir hier noch eins. Wunderbar. Dann ist das schon mal das Erste. Und ich würde mal die Pause wieder rausnehmen. Dann könnt ihr nämlich hier schon mal anfangen zu buddeln. So. Dann machen wir hier noch was hin. Einen schönen Raum. So. Dann haben wir hier die Möglichkeit, uns auch einen Raum hinzumachen. Machen wir auch einen. So. Jupp. Vielleicht so. Und vielleicht so. Dann machen wir noch eins so hin. Jawohl. Hier machen wir was anderes. Hier können wir vielleicht das mal so machen. So. Dann so hier. Und ihr seht, wie die rumwerkeln. Ne? Die buddeln hier wirklich los. Vielleicht mache ich trotzdem auf Pause, dass wir das vielleicht ein bisschen genießen können. Ich würde es bloß gern schnell nochmal hier fertig machen. So, dann machen wir das so und so. Und machen wir hier noch ein bisschen. Und ne, das ist Schwachfug. Das Schwachfug, das nehmen wir weg. So, halt, warte mal. Das kommt weg, genau. So ist das eigentlich okay. Jawohl, das können wir lassen. Dann würde ich natürlich hier weiterbauen. Hier bräuchte man
Vielleicht noch was für die Stromversorgung, weiß nicht. Machen wir mal so. Das sieht auch gut aus. Und nö, hier hinten. Ja, doch, hier können wir auch noch was hinmachen. Was machen wir hier? Wir brauchen noch was Kleines, Nettes. So. Ja. Ja. Das läuft. Okay. Das ist das. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es mal laufen und schauen uns das mal an. Erstmal, wie die hier bauen. So, ja, ihr seht auch, deswegen habe ich gleich ein paar mehr geholt. Die machen also richtig ratzbatz. Und dann wird der Raum erstmal, wenn die fertig sind, ja, die reißen also jetzt hier überall erstmal das weg und dann kommt die Feinarbeit. Das heißt, die setzen Wände und Fußböden hier herein, dass das schön aussieht. Und ja, alles andere ergibt sich dann, sage ich mal. Ne? So, wunderbar. Wir können dann mal gerne mitgehen. Ja, ihr seht auch hier, die wuscheln dann hier rum, machen alles schön. Und auch hier unser nächster Raum, ja, wird sich gleich hier alles drum schlagen. Ja, den haben sie schon fertig gemacht. Ihr seht es, so sieht das dann aus. Und wenn die jetzt hier gleich anfangen werden, dann seht ihr, da fängt der erste schon an. Ja, weil die da hinten mit sich im Reinen sind und da schön arbeiten können. Wunderbare Sache. Also das Spiel gefällt mir wirklich gut. Ich habe es einmal jetzt angespielt, damit ich euch das zeigen kann. Und das Spielprinzip natürlich auch verstanden habe selber, ganz klar. Irgendwie habt ihr hier was vergessen, Jungs. Ah ja. Mhm. Und wer macht das jetzt hier ganz? Wahnsinn. Ja, und ihr seht auch hier, die Räume werden gemacht. Ne? Und auch hier, dieser Raum ist auch am Werden. So, aber ich habe gerade eine Idee. Vielleicht mache ich das nochmal hier ein bisschen weiter. Ich komme hier nicht weiter, das ist gerade schade. Komme ich da noch hin? Nee, komme ich nicht. Das ist... Ich schaue mal, ob es vielleicht drunter geht. Ja, geht. Gut, dann würde ich nämlich die Räume tauschen vielleicht. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Und ihr seht, so sieht das erstmal aus. Und natürlich gibt es ja auch sowas Schwarzes. Was das genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht eine Felsformation, die man nicht wegmachen kann. Wir können als nächstes jetzt die Türen hier reinsetzen. Und da habt ihr die einfachen Türen und die Doppeltüren. Doppeltüren sind dann halt die großen. Ja, das würde hier Sinn machen, wo wir da eine haben. Und natürlich auch hier. Mit R tut ihr das rotieren. Dann könnt ihr da auch die Tür da drehen. Meistens macht es das sowieso automatisch, aber wenn es das mal nicht macht, oder bei Gegenständen wie zum Beispiel Betten oder ähnlichen, dann könnt ihr das auch gerne so handhaben. So, irgendwie will meine Maus gerade nicht sich hier bewegen. So, dann machen wir hier noch ein paar schöne Türen rein. Wunderbar. Und vielleicht machen wir hier mal Doppeltüren, das ist vielleicht auch nicht schlecht. So, jetzt würde ich hier natürlich die Räume auch, müsst ihr klassifizieren, was es ist. Und hier wird man zum Beispiel jetzt einen Speisesaal draus machen. Na, halte ich für eine... Nee, wollte ich ja gar nicht, ich wollte gar keinen Speisesaal. Ich wollte hier, was wollte ich hier machen? Ganz kurz überlegt. Hier den Fitnessraum wollte ich ja eigentlich machen, genau. So, Fitnessraum. Tut er das noch ändern? Nee, will er nicht ändern. Schade, schade, schade. Dann machen wir das mal weg. Ich will hier Fitnessraum haben. Ja. Okay, dann muss man das so machen, aber dann haben wir das auch gleich mal gesehen. Also wenn ihr euch vertut, dann einfach hier. Und ich würde auch hier vorne den Eingang klar deutlich als Fitnessraum kennzeichnen. Warum denn nicht? So, und dann kann er das hier gleich schön machen. Wunderbar. Ja, aber das schon mal als Fitnessraum. Das sieht sehr gut aus. Hier würde ich jetzt den Speisesaal machen. Genau, weil der ein bisschen größer ist. Bisschen mehr Platz. Und ja, sieht vielleicht besser aus. So, dann könnt ihr das hier machen. Ich mache hier vorne die Eingangsbereiche. Mache ich auch. Muss man nicht, aber ich mache das so, weil es mir einfach gefällt. Dann machen wir mal Unterkunft. Das wäre hier zum Beispiel eins. Und dann machen wir das hier so. Und jetzt habe ich die hier vergessen. Kommen wir da ran. Nicht ganz durch die Wand, aber ist auch kein Problem. So, und hier machen wir auch eine Unterkunft. Wunderbar. Und dann läuft das. Hier wird man was für den Generatorraum machen. Jupp. Sehr schön. Und hier machen wir unsere Forschungseinheit. Unsere Forschungseinheit machen wir hier hin. Sehr gut. Machen wir hier noch so. Sehr schön. Und auch hier, dann haben die Jungs nämlich was zu tun. Und alles ist gut. Na, das machen wir auch noch hier. Und hier den Strombereich machen wir auch noch. So, als nächstes müssen wir natürlich auch da was gerne reinbauen. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr dann hier draufklickt.
dann würde ich automatisch angegeben, was ihr hier bauen könnt. Und wir machen einfach mal volle Pulle hier Generatoren. Na, ihr seht, unser Geld geht drastisch nach unten, aber was soll's, ist ja nicht unseres. Von daher, was willst du machen? So, ich, halt, wo muss ich denn hier hin? Hier muss ich drücken. So, wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, Betten zu machen. Ihr könnt, wie gesagt, mit R könnt ihr das rotieren, wie ihr das gerne wollt. Ich würde es mal so machen. Ich weiß bloß nicht, wo hier oben ist. Ich glaube, das ist oben, ne? Dann machen wir mal eins dahin und eins dahin. Und eins machen wir mal so. Und dann haben wir hier so wunderbare Schränke. Und da würde ich einfach mal sagen, wir machen mal das so und einen Schrank. Ah, okay, keine Ausgaben, das ist sehr gut. Ja, so können wir es vielleicht machen. Der Schrank zum Beispiel, wenn ihr den jetzt weg haben wollt, bloß mal als Beispiel, hier drauf drücken und schon ist er wieder verkauft. Was ihr genau wieder kriegt davon, weiß ich jetzt nicht. Wir können das aber gerne nochmal austesten. Ich baue nochmal hier einen, der kostet 600. Na, machen wir es einfach nochmal. Und schwuppdiwupps ist er gebaut, 600. Müsste es uns gleich hier abziehen, dann haben wir 99,3. Okay, hat er uns ein bisschen Rabatt gegeben vielleicht. Weiß ich nicht. Und wenn wir das zurückmachen, okay, wir kriegen 250 wieder. Rein theoretisch 350. Also die Preise stimmt wohl was nicht ganz. Aber wie gesagt, das ist ja auch noch eine Demo-Version. Ne? Und ich würde aber trotzdem noch einen bauen. Halt, da muss ich nochmal hier hin. Ich wollte den bloß gedreht haben, weil der hier für den Kollegen hier hinten ist. Und das ist für hier vorne. Gut, das wäre schon mal das. Dann haben wir hier natürlich dasselbe. Dann machen wir es einfach mal so und machen wir das ganz chillig hier. Machen wir den Schrank so hin. Na? Haben wir da schon mal zwei Sachen. So, wie sieht es hier oben aus? Natürlich haben wir hier auch noch unser Forschungsgebiet. Und da müssen wir natürlich auch noch was reintun. Wie wir es im Endeffekt machen, ist dann euch überlassen. Ihr könnt es dann machen, wie ihr wünscht. Na? Hier können wir zum Beispiel zwei Behälter für Proben, die ihr mitbringt, machen. Und hier habt ihr dann diese Forschungsstation, wo ihr das dann analysieren könnt. Ne? Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen ökonomischer bauen, dass da nicht so viel Platz verschwendet wird wie bei mir. Aber auf der anderen Seite, ja, so sieht es dann ungefähr aus. Ne? Und eine schöne große Doppeltür haben wir hier drin. Energie haben wir jede Menge, viel zu viel. Ihr seht es hier, 833, das werden wir im Leben nicht verbrauchen. Und natürlich haben wir hier auch noch die Möglichkeit, jetzt hier Essen zu machen. Ihr könnt dann die Tische zum Beispiel hier an den Wänden platzieren. Finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd. Ich würde es mal so handhaben. Und dann machen wir das vielleicht mal so und so. Und das wird nicht funktionieren. Dann machen wir hier noch eins. Und hier noch eins. Und jetzt machen wir noch ein paar Geräte, wo die dann hier ihr Essen rausnehmen können. Also verhungern werden sie nicht. Na? So, da können wir schon mal weitergehen. Die bauen das hier wunderbar. So soll das sein. Und dann haben wir natürlich hier unseren Fitnessraum. Und da gibt es momentan Schießanlagen und Gewichtheben. Und deswegen habe ich das nochmal so ein bisschen hier reingetan. Dann machen wir hier Schießanlagen. Und hier vorne machen wir was fürs Gewichtheben. Wie ist es denn richtig rum? So. Na, da verguckt er sich vielleicht beim Gewichtheben, weiß ich nicht. Machen wir mal so und so und dann läuft das. Na, schöne Sache. Ja, und natürlich haben wir hier bei den Essensautomaten, müsst ihr die natürlich auch noch auffüllen. Das heißt ordern, 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 ordern. Und jetzt kommt natürlich gleich mit dem Fahrstuhl, ihr seht es schon rechts oben, kommt hier das Essen runtergefahren. Und da müssen wir einfach mal schauen hier. Seht ihr das? Das stapelt sich schon hier unten. Die ganzen kleinen Roboter werden jetzt hier die Kisten nehmen und zu den Essensautomaten bringen. Finde ich eine ganz nette Sache, wie es gemacht ist. Und damit ist das erledigt. Deswegen habe ich auch gleich ein paar mehr gekauft, dass es hier ein bisschen vorangeht. So, dann hätten wir nämlich das. Na, ihr seht auch hier in den Berichten oder in den Informationen, die ihr bekommt, wie das dann alles läuft. So, jetzt brauchen wir einen Forscher und zwei Soldaten. Das wird man mal erledigen und da würde ich einfach mal hier rekrutieren. Machen wir mal. Und dann machen wir noch einen. Und ich mache mal drei. Warum mache ich drei? Das werdet ihr gleich sehen. Und einen Forscher. Das dauert jetzt rein theoretisch hier 5 Tage, aber so wie die Zeit springt, ist das alles machbar. Hätten wir schon ein bisschen eher machen können, ist aber auch nicht so schlimm. Wir nehmen uns einfach mal die Zeit und schauen uns dafür dieses unterirdische Konstrukt hier an. Hier geht er halt rein, das ist dann euer Vorraum, ne? Und hier ist dann euer sozusagen das Stargate, Exogate, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Gewisse Anlehnungen sind
mit Absicht wahrscheinlich vorgesehen, ne? Aber aus namensrechtlichen oder aus rechtlichen Gründen kann man das ja dann leider nicht so nennen, das wisst ihr ja. Ja, dann habt ihr hier noch gewisse andere Sachen oder auch hier einen Forschungsbaum. Da kann man noch nicht allzu viel, glaube ich, machen. Ich habe mich da noch nicht wirklich... Hier könnten wir... Also da könnt ihr dann Forschung reinstecken, um das zu verbessern, um eure Leute besser zu trainieren. Auch hier ein verbesserter Generator dann. Ne? Technologie ist noch nicht im Demo verfügbar. Und hier ist dasselbe. Also wir machen können wir hier nichts. Aber ihr seht, das ist schon mal vorhanden. Wie gesagt, das ist dann, wenn ihr irgendwelche Alien-Kulturen wahrscheinlich hier sowas wie Botschaften oder ähnliches. Wie gesagt, hier könnt ihr eure Truppen bestellen. Und hier ist halt der Baumodus, ne? So sieht es halt aus. Wir schauen mal, ob in 2 Tagen sind die da. Okay. Ja, das ist dann der 4. Genau. Wird momentan noch ausgeblendet. Aber ja, wir sind von unseren 500.000, sind wir auf 241.000 runter. Wir haben natürlich auch ein bisschen gewütet mit der Kohle, ne? Aber für das Demo kann man das schon mal machen. Und ihr bekommt natürlich dann Geld, wenn ihr Forschungsproben mitbringt, die erfolgreich erforscht und dann dementsprechend den Nutzen daraus gezogen werden kann, dann kriegt ihr von der Initiative, ich übersetze es mal als Unternehmung, die Exoget-Unternehmung kriegt ihr dann, ja, und da sind sie eingetroffen, kriegt ihr dann natürlich eure, euer Geld, sag ich mal, ne? So, da wird dann das Funding, eure finanzielle Lage verbessert. So, wir haben einen Inder, dann haben wir hier noch einen Australier. Der sieht nicht schlecht aus. Den nehmen wir mal. So, dann schauen wir mal hier. Brasilien und Indien. Wir schauen mal. Was haben wir hier? China? Ja, bin ich gerade nicht so überzeugt. Ich schaue mir erstmal die Forscherin an. Eine Kanadierin. Ja, da haben wir nichts anderes. Die scheint gut in Logik zu sein. In Allgemeinwissen, sage ich mal, soziales Verhalten, ja, ich sag mal, logische Zusammenhänge vielleicht zu erklären, dann mentale Stärke, also geistige Stärke und körperlich. Also wir haben ja keine andere, die müssen wir auf jeden Fall nehmen. So, was habe ich jetzt schon genommen? Ich hatte jetzt einen Herren, das heißt, ich würde mich jetzt noch für 2 Damen entscheiden, aus dem einfachen Grund. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja... Herren möchte ich nicht, dann würde ich mich für diese 2 hier entscheiden. Und dann ist es das einfach und dann haben wir die nämlich da. Und jetzt heißt es, ihr müsst sie zuordnen. Na, hier kommt auf alle Fälle jetzt die Forscherin rein. Na, die bleibt hier alleine in ihrer Bude und hat auch hier ihren eigenen Schrank. Das müssen wir auch noch zuordnen hier. Wo ist sie denn? Hier, Scientist. So, das ist also ihre Bude von der Forscherin. Und ich habe das mit Absicht mal so gemacht, weil hier drüben unser Herr Einzug hält. Na, hinter den Palisaden. Und der kriegt auch diesen Schrank hier, der extra andersrum gedreht ist. Und die Damenwelt zieht hier drüben ein. So, ob denen das passt oder nicht. Hey, es sind Soldaten. Was soll's? Oder wollen es mal welche wehren? Willst du nicht? Jetzt. Ist eigentlich egal, welcher Schrank hier wem gehört von den Damen. Das ist ja egal. Gut, damit wird das alles zugeordnet. Und ihr seht auch hier zum Beispiel... die will gerade sich unterhalten mit der Prilinka Jadov. Der hier ist, der will auch reden. Dann haben wir hier noch was anderes. Ne, die reden gerade alle. Ja, das ist dann so. Also die unterhalten sich, ne? Was hat die hier Schönes? Ja, die hat irgendwie Gedanken über Atomphysik oder was, keine Ahnung. So, die gehen jetzt hier ein bisschen rumballern. Na, also ein bisschen trainieren aus Langeweile. So, und das ist so, ja... Ich habe mal 3 gemacht und 2 von diesen Bänken. Da könnt ihr nämlich hier, seht ihr, sind fast alle Stände belegt. Sind sie zufrieden? Na, da könnt ihr ihrem Hobby nachgehen, was auch immer. Und alles ist gut. Dann könnt ihr essen gehen, schlafen gehen, wann die wollen. Die ziehen sich sogar aus, wenn die schlafen gehen. Das ist auch eine putzige Sache. Ist gerade keiner müde. Aber das werden wir alles noch sehen. Und jetzt heißt es natürlich, einen Planeten erkunden. Wir haben genug Strom, unser Planet ist oder unser Tor ist auch bereit und jetzt haben wir hier 2 Möglichkeiten. Ich glaube mal, es ist egal, welchen wir nehmen und ich entscheide mich einfach mal für den hier. Jetzt müssen wir ein Team zusammenstellen. Erstmal irgendwie eine schöne Farbe wählen. Vielleicht können wir hier mal auf Würfeln gehen. Was hätten wir da? Das hier. Und welche Farbe? Grün. Hm. Ja, wir nehmen das einfach mal. Aber ich müsste jetzt hier noch Leute, also wir haben jetzt hier das erste Team.
Und wir müssen jetzt hier die Leute noch zuordnen. Und da würde ich sagen, ich nehme auf alle Fälle den Herrn mit. Warum nehme ich den Herrn mit? Naja, wir haben drei Frauen. Ja, alles nett. Alles nett, aber warte mal, du sollst eigentlich bloß hier dazu, genau. So war es richtig. So, dann müssen wir natürlich die Forscherin mitnehmen. Ob das hier der richtige Weg ist, wie ich das zuordne, weiß ich nicht. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert. Welche war denn jetzt besser? Ich glaube, die andere war ein bisschen besser, ne? Schauen wir mal. Ne, nicht unbedingt. Körperliche Stärke ist die andere besser. Ich nehme jetzt einfach mal die dazu. So, dann ist das Team komplett. Drei Personen haben wir. Ja, ist erledigt und wir können jetzt nochmal hier reingehen und können die Mission jetzt starten. Wir haben das hier angekreuzt bzw. aktiviert und gehen mal zurück, denn die werden nämlich gleich hier auftauchen. Da kommen sie schon, sofern sie dieses Symbol haben. Irgendwo rennen die woanders hin. Die hat Hunger. Okay, dann geht die noch was essen. Auch nicht schlecht. Haben wir das abgebrochen? Nee. Mal gucken, kommen die jetzt? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ja, das sind unsere Kosten. 15.300 für den Monat wahrscheinlich. Genau, 31.12.57 war für den Dezember. Okay, dann war das jetzt ja nicht so. Ach, das Team hatte ich wohl, glaube ich, nicht ausgewählt. Und Start Mission, so war's. Yep. Und ich glaube, jetzt müssten sie kommen, ne? Gleich werden sie angerannt kommen, hoffe ich zumindest. Wenn die mal fertig sind mit Essen. Und dann sollte es losgehen. Die quatschen immer noch. Hallo? Was habe ich denn nur falsch gemacht? Cancel Mission. Nee, Cancel will ich nicht. Strom haben wir genug. Ich weiß nicht, warum die nicht kommen. Jetzt kommen sie. Jetzt haben sie es geschnallt. Sehr gut, die sind gestärkt. Und es geht los. Wahnsinn. Muss man hier auf das Team warten. Ich bin hier der Chef. Hallo? Ein bisschen Bewegung. naja, kleiner Spaß am Rande. Ja, dann seht ihr, sie sind grün, sie sind also bereit. Es öffnet sich alles mehr oder weniger. Na, das Tor wird sich gleich öffnen, die können hier reingehen. Und ja, hat sich also auch geöffnet. Und ihr seht auch hier, es ist wie so ein, ja, wie dieses, diese Wasserwand, wo sie verschwunden sind, ne? Ist auch deutlich zu sehen. Und jetzt sind die halt unterwegs und irgendwann kriegt man dann eine Nachricht, ne? Die sind also jetzt gute 10 Tage unterwegs. Irgendwann kriegt man dann eine Nachricht. Was ist der Letzte, der hier zurückgeblieben ist? Oder die Dame? Die langweilt sich natürlich nun. Ne? Sieht man auch hier. Fühlt sich einsam. Und ja, kann ja ein bisschen mit die Roboter hier sich amüsieren. Vielleicht nimmt sich ein Schrotgewehr aus der Waffenkammer oder so. Ja, ihr könnt übrigens die Charaktere auch dann noch ausrüsten. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Hier zum Beispiel. Na, Körperpanzerung, Waffen, Tools. Also, das ist alles noch möglich, aber noch nicht hier in der Demo-Version. Und wie gesagt, kann wirklich sehr viel Spaß machen. Wir kriegen eine Mission rein, beziehungsweise eine Nachricht. Ja. Okay, Teamleader, hörst du mich? Ja, wir hören dich, Erde. Hier ist Exo 1, Trans-Übertragung von bla bla bla. Ja, wie geht's euch am anderen Ende? was könnt ihr sehen? Ja. Felsige Oberfläche wie auf dem Mond, ist Krater, dünne Atmosphäre, Gravitation ist wie auf der Erde. Das ganze Team und ich selbst sind gerührt vor Tränen. Verstanden. So, have you. Habt ihr ein paar erste Worte? Wir werden es über den ganzen Planeten senden. Millionen, Milliarden werden euch zuhören. Oh, was wollt ihr sagen? Als im Unternehmungs ja, ausführender Chef hier musst du da eine Entscheidung treffen. Oder was sollen wir sagen? Okay, ja. Etwas Leichtes und Lustiges, etwas Episches, etwas Nobles oder sei du selbst. Ich bin immer für sei du selbst und dann können sie sich selber blamieren. Ich selbst
Ich weiß, dass es für Armstrong funktioniert hat, aber na, ich werde was finden. Verstanden. So, wir sind ready, also wir sind bereit für die Aufnahme. Okay, Millionen werden euch zusehen in wenigen Sekunden oder großartig, warte. Ach, wir machen einfach los. Millionen? Du meinst Milliarden? Das ist viel größer als die Mondlandung. Wir sind auf der anderen Seite des Universums. Ja, ja. Bereit? 5, 4, 3, 2, 1 und es geht los. Hallo Erde, wir senden euch eine Übertragung quer durch die durchs Universum. Wir gingen durch einen Tor und kamen auf der anderen Seite des Universums heraus. Was für eine Reise. Wir sind momentan auf XY, Millionen Lichtjahre entfernt von der Erde. Danke, dass ihr uns bei dieser Reise begleitet habt. Mit der Exoget-Unternehmung. Und die Übertragung ist zu Ende. Puh, fertig. Toll. Wir werden noch einen kleinen Trip um das Tor machen, uns noch ein bisschen umschauen und dann zurückkommen. Okay, verstanden. Ja, es sieht so aus, als... also die sagen hier, es sieht so aus, als hätten wir etwas von Interesse gefunden auf diesem Planeten. Was nun? Ja, und dann sind sie zurück. Komisch. Naja, ist egal. Okay, auf alle Fälle seht ihr jetzt, die sind müde und sogar rot gekennzeichnet. Vielleicht sind sie sogar stark müde. Die geht natürlich erstmal was mampfen hier, die Gute. Na? Und ja, die hat ja auch nichts gemacht weiter. Die anderen haben ja... Naja, ist egal. So, die isst auf alle Fälle was. Die schlafen sich erstmal hier aus. Und ihr seht auch hier, die sind da ein bisschen... in Unterwäsche, ja, auch er hier. Also die gehen da wirklich an den Schrank und ziehen sich um, so wie sie jetzt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man das so zeigen kann, aber ist ja eigentlich alles okay. So, ja, und dann legt er sich hin und schläft. Die anderen haben jetzt ausgeschlafen, nehmen sich was zu essen und dann ist das so der Tagesverlauf. Ja, und der andere isst jetzt auch was und freut sich, dass er Gesellschaft hat. Die hätten sich ruhig mal mit hier rübersetzen können oder einer zumindest. Nun ja. Ja, und so sieht es dann aus. Was gibt's denn heute? Ein Donut, ein Burger, Pommes vielleicht, eine Milch oder ein Shake? Also die Detailreichtum, der ist schon wirklich schön gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Auch hier das Licht, die Fächer. Toll, also echt, echt schick. So, die zieht sich wieder an hier. Das ist sehr gut. Nee, ich will nichts bauen. Und auch hier die Generatoren, auch schön gemacht. Ne? Vom Stil her, vom Grafikstil, vom Layout oder wie man das nennt, vom Grafikdesign, echt toll. Auch einfaches Design, aber es sieht wirklich top aus. Ne? Und hier, oh, das sieht aus wie die Waffe von Alien, so ein M40-1 Einpuls-Schnelllader. Ja, nicht schlecht. Ja, nehme ich auch 4 Stück. Schönes Ding auf jeden Fall. Okay, also der geht jetzt hier ein bisschen trainieren. Die haben ein bisschen rumgeballert. An und für sich sind sie zufrieden. Wie geht's der hier? Ja, die will ein bisschen quatschen. So, die erzählt ein bisschen was. Sehr schön. Wunderbare Sache. So, dann haben wir natürlich hier Nachrichten bekommen. Wir sind zurück, ne? Und, also ist gestartet und wir sind zurück. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit. Wir machen da nicht lange rum. Wir schicken die nochmal auf Exkursion und ich würde mal sagen, der gefällt mir hier am besten. Wir kreieren eine Mission und wir starten die Mission. Und jetzt sollten die irgendwann wieder hier auftauchen, wenn sie soweit sind. Na, und das geht diesmal ziemlich schnell. Und ja, und das ist es halt. Na, die sind bereit und es geht wieder durchs Tor. Wie gesagt, ich habe nicht 3 Leute gemacht, ich habe extra 4 gemacht, dass ihr auch seht, dass sich das dann der 4. ein bisschen langweilt. Vielleicht noch einen 5. dazu nehmen oder ihr macht wirklich plus 3, so viel wie ihr halt für ein Team braucht. Man kann die Teams hier nicht erhöhen, ich weiß nicht, ob das in der Zukunft kommen wird. 4er Teams oder 5 oder 6er Teams sind vielleicht auch nicht schlecht, die sind auf alle Fälle wieder hier durchs Tor durch. Wunderbare Sache, Strom ist genug da, das ist auch kein Problem. Na, und wenn ihr dann irgendetwas baut, dann verbraucht das natürlich Strom, ganz klar. Könntet ihr auch so ein paar Essensautomaten abbauen, dann würdet ihr das sehen, dass das halt da auch funktioniert. So, die sind wieder auf Mission, das hat funktioniert. 8 Tage sind sie unterwegs und ja, ich sag mal, die Planetenbezeichnung, das kann man sich, glaube ich, schenken. Aber das vorzulesen, wie gesagt, XY ist dann der Planet. Ne? Dann haben wir hier so ein paar Bio-Sample-Container, das ist also Bio-Proben, die können dann erstmal hier gelagert werden. Hier können sie untersucht werden, ne? In diesen Einrichtungen. Ich habe das mal so gemacht. Dann haben wir hier noch eine Station für, da kann man hier Patente. Okay. Und wir haben die Übertragung und so.
Teamleader hier, also der Blick hier ist einfach sehr beeindruckend. Executive Officer, also den meine ich, sehr beeindruckend, sehr, ja, atemberaubend. Was siehst du? Eine gigantische blaue Sonne hinter einem weißen marmorartigen oder weißen marmorartigen Felsformation, Berg, was auch immer, Gebirge. Dünne Atmosphäre, die einen leichten Dunst von einen leichten farblichen Dunst über diesen Oberfläche weht. Ja. Also eine dünne Atmosphäre, wo ein kleines Lüftchen weht, was einen kleinen Staubwolke mit bunten Farben über den Planeten weht. Es sieht aus wie gemalt von einem talentierten Fünfjährigen. Ich liebe es. Sehr schön. So, sonst noch was? Nein, nichts. Fels, soweit das Auge reicht. Alles ist weiß und blendet sehr. Also na, durch diesen weißen Marmor sind die halt sehr geblendet. Wir starten unsere Entdeckung. Ja, seid vorsichtig. Werden wir. Übrigens, als unser Chef musst du mal eine Entscheidung treffen, beziehungsweise musst du uns mal helfen mit dem hier. Ja, sicher, worum geht's? Wo wir sind, gibt es zwei Wege abwärts. Den westlichen Weg, der ist steil und der Blick ist einfach toll. Aber der östliche Weg ist durch einen Canyon und bedeutend einfacher. Welchen sollen wir nehmen? Sie sollen entscheiden, die Ostseite, weil sie sicherer ist, oder die Westseite, ja, weil der Blick eben so schön ist. Und dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Westseite, hat er verstanden, und dann wünsche ich viel Glück und die rammeln weiter los. Also so wie das hier aussieht, ist das hier so ein Patentding, wo man dann auf gewisse Sachen, die man hier findet, Patente machen kann. Und hier kann man dann forschen, das ist das, was wir hier hatten. Na, hier könnt ihr dann mit dem, was wir hier oben generiert, das werdet ihr dann sehen, können wir dann gewisse Dinge erforschen. Okay, die melden sich schon wieder. Der Teamleader, stolz Ihnen berichten zu können, dass wir den dass wir den Hügel hinabgestiegen sind und über den Westpfad. Ja, es war ein Abenteuer. Das ist gut. Notiz für später, wir bräuchten... Achso, wir bräuchten, um im psychischen guten Zustand zu sein, die Josh Brown, oder der Josh Brown, wer ist das? Ist das der hier? Weiß ich jetzt nicht. Der ist das. Wurde verletzt. Nichts Schlimmes, aber ja, eben verletzt. Wir sollten das nächste Mal mehr Vorsicht walten lassen. Verstanden, notiert. Der Blick dem Fels oder dem Berg herunter war atemberaubend. Das möchte ich noch sagen. So, wir können von hier aus jetzt am Grund des Bodens sehen oder am Grund des Berges, können wir eine klare Struktur in der Entfernung sehen. Es könnte ein Baum sein. Okay, was sagt der Wissenschaftsoffizier dazu? Tremblay, das ist die Wissenschaftsoffizierin, es sieht auf alle Fälle nicht wie eine Felsformation aus. Okay, dann sollen sie mal näher rangehen und ermitteln. 2 Tage haben sie noch für die Reise, dann kommen sie zurück. Schöne Sache auf jeden Fall. So, mach mal los hier. Ja, ansonsten, wie gesagt, geiles Spiel, gefällt mir. Mal sehen, wann es rauskommt und dann, was es kostet. Aber ist auf alle Fälle eine schöne Sache. Ne? Die geht hier derweil ein bisschen ballern, das würde ich auch machen, wenn ich alleine wäre. Wenn ich hier schon die Möglichkeit habe. Vielleicht würde ich aber auch die Roboter wegknallen. Was auch immer. So, Teamleader, wir sind ein paar Klicks weiter. Was? Also, wir sind nur noch wenige, also Klicks ist so eine Entfernung im englischen Sprachraum, militärisch für Entfernung. Ich weiß nicht genau, was, wie viel ein Klick ist, ob das jetzt 100 Meter sind, 200, 500 Meter. Und wenn es ein paar sind, sind zum Beispiel 5 Klicks ein Kilometer oder so. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Also, wir sind nur noch wenig entfernt von dem Kontakt, wo wir hinwollen. Beschreibe es.
Es sieht aus, es sieht tot aus. Die Rinde ist weiß und ja, wir sind uns jetzt sicher. Achso, das ist, warum wir dachten, dass es vielleicht eine Felsformation sein könnte. Oder? Ja, irgendwie so. Und von unserem menschlichen Standpunkt, Blickpunkt aus gesehen, sieht es aus wie ein Baum, aber wir müssen näher rangehen, um das genau zu sagen. Es hat einen großen Stamm, tiefe Wurzeln, Blattwerk oder Geäst und hier dann nochmal, es, ja, also so strauchartig, Geäst, strauchartig. Es sieht aus wie Flora und Fauna auf der Erde, beziehungsweise Flora auf der Erde, ne? So ein normaler Baum halt. Es ist tot. Wir müssen dazu näher rangehen, um das sicher sagen zu können. Die Standardprozedur wäre jetzt beobachten aus der Entfernung oder wir gehen näher ran, um Kontakt zu haben und uns besser zu untersuchen zu können. Auf jeden Fall werden wir nicht alle, egal wie wir uns entscheiden, werden wir nicht alle Informationen bekommen, so würde ich das jetzt übersetzen. Nun ist es Ihre Entscheidung, was wir tun sollen und müssen eine Entscheidung treffen. Na, also so oder so. Stay in distance, also bleibt entfernt. Sieht es denn sicher aus? Und was sagt das sicher der Wissenschaftsoffizier dazu? War das der Wissenschaftsoffizier oder war das der? Ja, das war der Wissenschaftsoffizier. Also es sieht. Also wir wissen über das Risiko Bescheid, aber sind der Meinung, der Baum sollte untersucht werden und das aus nächster Nähe. Ihre Entscheidung. Dann, was sagt der Soldat dazu? Der Blick ist klar und wir sollten keine Überraschung erleben, wenn wir uns dem Baum sozusagen nähern. Es ist nichts im Umkreis. Es ist eine tote Welt. Ihre Entscheidung. Okay, geht los. Also näher ran. Haben Sie verstanden? Over and out. Dann bis später. So. Dann werden die das jetzt sich nähern und den Baum untersuchen vielleicht. Ja, so sieht's aus. So. Jupp, eine Übertragung. So, die haben den Baum erreicht und wie unsere vorangegangenen Aufzeichnungen oder so ähnlich. Ja, also der Baum ist zwischen 2 und 6000 Jahre alt, er ist tot und nach geologischen Maßstäben oder Zeiträumen, wie auch immer, haben wir seine Blütezeit nur um eine Sekunde verpasst oder so. Also im Weltraum, sage ich mal, wird das ein bisschen immer anders gerechnet. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass die Erde 5, 6 Milliarden Jahre alt ist und das erste Leben vor ungefähr 3,5 Milliarden auf die Erde kam, wir jetzt mal davon ausgehen, dass es dem Menschen, also die ersten oder die bestätigten Funde aus Afrika stammen vor ungefähr 2 Millionen Jahren für den ersten Vormenschen, nennen wir es mal so. Die erste Entwicklung des Menschen war vielleicht so vor 6 Millionen Jahren. Um das mal so zu sagen, sind wir da bei, wenn wir vom Leben ausgehen, 3,5 Milliarden durch 1000 sind wir bei 3,5 Millionen. Ne? So, das rechnen wir jetzt einfach mal hoch auf die 2 Millionen Jahre circa. Dann würde ich mal ganz Pi mal Daumen sagen, ist der Mensch 44 Sekunden alt, wenn wir das auf eine Tageszeit rechnen. Pi mal Daumen jetzt 44 Sekunden, sagen wir 40 Sekunden, sagen wir 30 Sekunden, das macht keinen großen Unterschied. Und das ist damit gemeint, diese 2.000 bis 6.000 Jahre im Verlauf wahrscheinlich hier dieses Zeitraums eine Sekunde. Also die Blütezeit um eine Sekunde verpasst im geologischen Entwicklungsstand oder Zeitraum. Na, ich denke, damit habe ich das, glaube ich, gut erklärt und jeder weiß, was damit gemeint ist. So, ansonsten, Sie haben recht. Von unserem Standpunkt aus sieht der Baum tot aus und es geht keine Gefahr von ihm aus. So würde ich das jetzt mal sagen. Jetzt können wir zwei Sachen machen. Wir können hier bleiben und den Baum untersuchen und Forschungen durchführen. Oder wir nehmen eine Probe und bringen sie mit zurück und können das dann zu Hause im Labor untersuchen. Beides braucht auf alle Fälle Zeit. Aber eigentlich sind wir fertig hier, denn mit unseren Gerätschaften, die wir hier dabei haben, können wir nichts weiter untersuchen. Deswegen wäre die Variante 1 schon mal hinfällig. Na, die Geräte sind nutzlos, die bringen da nichts. So. Und so würden Sie vorschlagen, eine Probe zu nehmen und wann immer Sie sagen, dass Sie eine nehmen sollen. Dann würde ich sagen, nehmt mal eine Probe, gib mir eine Sekunde. Die Kirsche macht das wohl.
Sie wollte es machen, aber irgendwie erinnert sie das an Gartenarbeit mit ihrem Großvater in Kanada. Okay, strange. Seltsame Sache. Okay, es ist fertig. Wir haben die Probe. Unser erstes Stück Leben, wenn es auch ein Fossil ist, aber es ist Leben. So würde ich es mal deuten. Guter Job, komm zurück und wir sehen uns in der Basis. So, also die sind zurück, die Guten. Wir haben Leben gefunden. Oder irgendetwas, was... was mal in der Vergangenheit lebendig war. Es kann... Ich könnte mir vorstellen, was es für uns bedeutet, was es für den Planeten bedeutet, was es für dieses Projekt bedeuten kann oder wird. Bitte empfangt meine Glückwünsche an das gesamte Team und eure Arbeit war unbezahlbar. Wahnsinn. Ich nehme trotzdem ein bisschen Kohle. Extra. Ja. Gut, okay, die sind wieder müde, die gehen essen. Die Forscherin schafft jetzt die Probe mal ins Labor. Na, und hat sie hier erstmal den Container sichergestellt, ne, Bio-Sample-Container. Und jetzt geht sie wahrscheinlich erstmal eine Runde pennen, na, dann was essen und dann wird sie die Probe untersuchen. Und so oder ähnlich wird das sein. Wir haben natürlich jetzt viel zu viele Roboter, kann man die hier eigentlich noch wegmachen irgendwie? Oh, kann ich wieder verkaufen? Was kriegen wir da wieder? 500? Ja, da verkaufe ich mal 3 oder so. Warte mal, komm mal her hier. Ja, haben wir 4 verkauft, gibt es 2000 wieder. So, die hat ausgeschlafen, jetzt geht sie was essen, Happen Papp machen. Sehr gut. Der will hier ein bisschen reden oder so. Fühlt sich einsam. Ja, Kraftsport, sehr gut. Okay, was isst sie denn heute? Die isst auch wieder ein Donut hier. Wahnsinn, Pommes. Was sind das hier drüben? Ein Muffin und wahrscheinlich noch ein Kaffee, ein Shake, ein Saft. Und da drüben ist eine Milch. Aber es ist wirklich vom Detail her, man erkennt, was gewollt ist. Ne? Und das ist eigentlich sehr schön. Also der würde gerne mal hier auf Patrouille gehen, hätte ich hier auf Sternentor-Patrouille. So, die hat die Probe jetzt rausgenommen, die Gute. Geht hier an die Maschine. Und natürlich wird das jetzt untersucht. Ne? Die Untersuchung läuft. Wenn ich das jetzt verkaufe, was passiert denn mit der Probe? Das wäre mal ganz interessant. Aber ich drücke nicht drauf. aber trotzdem wäre es interessant. So, hier haben wir bloß, dass unser Team zurück ist. Na, können wir auch wieder zumachen. Und die Probe läuft, wie gesagt. Wir haben es untersucht. Das sind die monatlichen Kosten. Januar ist vorbei, genau. Na, ihr seht es. Und Probe wird gleich untersucht sein. Und was steht hier? Excellent. Die Studie der Probe endete in einer oder führt zu einer leuchtenden Zukunft für unsere Unternehmung. Wir werden zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen in Zukunft. Das ist aber schön. Und damit endet dieses Demo. Ja. Gratulation. Du hast das Ende des vorläufigen Exogate-Unternehmung erreicht. Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit. Fühl dich frei, uns von deinen Erfahrungen zu berichten. Und bla 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 bla. Also du kannst hier Feedback senden. Dann kannst du den Discord-Server joinen, beitreten und dann kannst du halt dazu dich äußern. Ne? Ihr könnt jetzt hier noch weiterspielen. Das geht jetzt noch weiter. Es gibt mehrere Planeten noch, die ihr noch machen könnt. Ich weiß nicht, wie weit. Ich habe nur einmal weitergespielt kurz und konnte die Mission auch dort machen. Ich denke mal, da geht noch einiges. Es sind ja bestimmt noch ein paar Planeten in der Datenbank. Auf alle Fälle ein sehr schönes Demo. Wie gesagt, Link werde ich in die Videobeschreibung mit reintun und ist leider nicht bei Steam das Demo erhältlich. Ja. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Ding. Ob ich es kaufe, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es unter Beobachtung halten, mal sehen, wann es kommt. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, gerne ein Däumchen nach oben, Kommentar, ein Abo, was auch immer ihr möchtet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Und auf bald, macht's gut.